irgendwie habe ich den Eindruck, das sind die fleißigsten bei Erst Gute Junge und deshalb arbeiten die mit den fleißigsten zusammen. Ist das richtig? Ja, also gleich sucht gleich. Natürlich sind das A natürlich die fleißigsten und das sind auch meine besten Freunde. Also das gehört ja auch noch mit dazu. Also du kannst, man muss auch persönlich miteinander auskommen, ja. Und wenn du halt persönlich nicht miteinander auskommst, so gut, ja, kannst du trotzdem arbeiten, aber dann musst du fleißig sein und ganz ehrlich. Beste Beispiel auch bei Agro Berlin. Agro Berlin ist tot, weil die am Ende faul waren. Nicht, weil irgendwas kaputt gegangen ist oder weil der Agro-Hype weg war oder irgend so ein Bullshit. Die waren faul. Alle, die haben nicht mehr gearbeitet. Ich bin ins Büro gerannt und habe alle angeschrien. Warum passiert dir nichts? Hab mir das ein halbes Jahr angeguckt und dann meinte ich, okay, ey, dann muss ich woanders hingehen oder dann muss ich weg hier. Das lag wirklich auch nur daran, dass sie entweder satt waren, dass die drei Chefs da irgendwie ihre Millionen auf dem Konto haben und keinen Bock mehr hatten. Da wurde nur noch gekifft. Ich glaube, dass man nach 10 Jahren irgendwie mal durch ist. Alter, ich mach das auch jetzt seit 11 Jahren. 12 Jahre. Ey, 98, ist doch kein Problem. Bist du manchmal durch? Ey, ich bin jeden Tag durch. Guck mal, ich bin genau an meinem Geburtstag, Alter, saß ich beim Arzt und hab mir 5 Ampullen Blut abnehmen lassen. Verstehst du, was ich meine? Weil ich mal rausfinden wollte, Alter, habe ich jetzt ein Geschwür oder so. Ja, außerdem ist doch kein Problem, da sollen die 2 Monate in Urlaub fahren. Was Alter, soll der Scheiß? Ja, ich habe mir für sehr viel Geld jetzt gerade Urlaub gebucht und so und dann hau ich ab, ganz einfach. Ich bin gesund, Gott sei Dank und habe das Testergebnis bekommen, alles cool, weißt du so. Jetzt kann ich wieder mit neuer Energie arbeiten und wenn ich halt irgendwie schwach bin, dann bin ich halt schwach und so. Ja, klar bin ich durch, aber was sollen wir machen? Wir haben nichts anderes. Was sollen wir denn jetzt machen? Soll ich jetzt auch sagen, ich fühle mich voll schwach, ich muss jetzt aufhören mit, ich bin noch nicht cursed. Ja, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, ich will den gar nicht auf der anderen Seite sehen. Weißt du, ich meine? Und ich will die auch nicht auf der anderen Seite sehen. Reicht, dass wir uns jetzt die ganze Zeit sehen? Weißt du, ich meine, irgendwann ist auch gut. Ich will dich auch irgendwann mal nicht mehr sehen. Komm jetzt. Ja, okay, aber du weißt, dich noch eher als andere Menschen. Aber trotzdem, so wir können nichts anderes und wir haben nichts anderes. Und egal, wie reich wir sind und wie reich wir noch werden, das ist in uns drin, Alter. Ist auch oft, verrückt, wenn du so andere Rapper oder andere Jugendliche kennenlernst, was die für eine Vorstellung auch von dem ganzen Ding haben, was die denken. Die denken auch, die müssen eine Woche rappen und dann haben die das Geld und dann haben die den Fame. Und das ist so krass, Alter. Dann haben die 13 goldene Platten, 4 Echos, 2 EMAs. Und also, verstehst du, was ich meine? Du musst auch erstmal 1,4 Millionen Platten verkaufen, um 14 goldene zu haben. Mach das erstmal. Und das ist nicht mehr möglich. Ich habe 2005, so, ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie Hellseher bin, ich habe 2005 bei Universal Neffi gesagt, Neffi, der Drops ist gelutscht, Alter. So, Hip-Hop ist vorbei, der Kuchen ist aufgeteilt, die Leute machen jetzt ihr Ding und fertig ist. Und die einzigen Neuerungen waren, dass zum Beispiel dann ein Flair dann wieder mit Bushido zusammengekommen ist, dass ein K gekommen ist, aber da ist ja nichts Neues entstanden. Verstehst du? Wir hatten halt eine 7-jährige Pause gehabt und wir sind wieder da, wo wir damals aufgehört haben. Was ist denn Neues hier? Mit Verlaub, ja, jetzt ganz ehrlich, so Newcomer, so wie Nate oder irgendwie sowas, ne? Die werden gehypt oder Materia ist ja auch gut, wobei auch die Hälfte der Menschen nicht weiß, dass der auch schon 100 Jahre Musik macht, unter anderem Namen. Und dann kommen die raus, haben den Hype, haben eine gute Chartplatzierung, wobei natürlich Top 20 ist für mich nicht gut, ja? Nachdem ich jetzt 8 Top 10 Releases hinter mir habe am Stück. Und wo sind sie denn jetzt? Dann geht Materia auf Tour, das wird dann von hiphop.de präsentiert. Alter, wenn irgendwas von hiphop.de präsentiert wird, ja, dann kann das kann doch nicht gut laufen. Verstehst du, was ich meine? Wo ja, das muss schon von rap.de präsentiert sein. Wenn dann von rap.de, so, weißt du? Aber ich meine, wo sind denn jetzt die Leute? Ja, dann bringt halt einer aus diesem Label, bringt dann jetzt ein Mixtape raus. Ja, super, Alter, wir reden von Zahlen. Verstehst du, was ich meine? Gib deinem Steuerberater was zu tun. Ja, wir reden ja auch über Kunst, das hast du ja vorher selber gesagt. Ja, Kunst, natürlich, aber was soll ich da so? Van Gogh, Alter, der kostet jetzt ein Bild 13 Millionen, Alter, der war ein Penner. Gut, worauf ich eigentlich... gehabt? Wenn du mir sagst, wenn du nach 50 Jahren, nachdem du tot bist, wirst du voll der reiche Typ, ja, voll geil, Alter. Dann habe ich ja jetzt voll was von. Von außen sieht es so aus, als hättest du so ein bisschen deine Mannschaft getauscht. Also Chakusa, Stickel, alle so ein bisschen weg. Kay und Flair sind da. Richtig? Was heißt getauscht? Also wie gesagt, es sind halt immer tagesaktuelle Themen und Kay habe ich zum Beispiel nie irgendwie getauscht. Ich bin jetzt seit Silvester 2006 auf 7, bin ich jeden Tag mit Kay unterwegs und das wird auch noch die nächsten 50 Jahre so bleiben, Punkt aus Ende. So, weißt du, mit Flair, Alter, wir haben uns schon gekannt, da, keine Ahnung, da warst du noch cool. Verstehst du? Also, das war... Nein, aber damit würde ich sagen, den Idioten, den kenne ich auch schon seit 15, 16 Jahren. Wo habe ich denn da mein Team getauscht, Alter? Wir haben uns gestritten, haben nichts zu tun gehabt. Wir sind jetzt wieder alte Freunde da, wo wir aufgehört haben. Wenn er zu meiner Mutter vorbeikommt, dann sagt sie auch nicht, Entschuldigung, wer sind Sie? Dann sagt sie, ey Patrick, cool, dass du wieder da bist. So. Und alles andere sage ich dir klipp und klar, Alter. Wer nicht arbeitet, so, der verdient auch nichts. Verstehst du, ich meine, was soll ich denn? Die EGJ-Mannschaft der nächsten 20 Jahre? Das ist keine EGJ-Mannschaft, Mann. Das sind meine beiden besten Freunde, mit denen ich Musik mache, Alter. Alles andere ist eh nur Gequatsche. So Quatsch.
Das war das Interview mit BMW. Das war schon? Das war großartig, natürlich. Was willst du denn jetzt noch reden? Das ist ja Musik, Alter, so blöd. Wir reden hier über Musik und reden kein einziges Mal über Musik. Ja, wir haben irgendeine Scheiße gequatscht, Alter. Was sollen wir denn jetzt über Musik reden? Ja, aber ihr habt doch über bei Mixery alles über das Album erzählt. Quatsch. Niemals, wir haben Witze über Falk gemacht, Alter. Ja, fick dich. Genau. Du bist also der Meinung, es kommen auf jeden Fall nochmal so Rapper, die halt mal richtig rocken, so wie Bushido und Sido, die halt auch wirklich Umsatz machen und nicht einfach nur kreativ hoch angesiedelt sind? Natürlich, irgendwann mal gibt es ihn, natürlich. Allein, dass du K1 von Sharplife und von Bunker weggehen lassen hast, zeigst du absolut. Bist du behindert? Also jetzt mal ganz ernsthaft, ich habe ihn noch nicht weggehen lassen. Wie war die Geschichte, sag mal, für dich, das ist was Interessantes, erzähl mal. Der ist doch einfach gegangen, der ist doch dann einfach irgendwie mal, irgendwann mal, ist er dann mit Echo abgehangen. Stil, du warst immer mit Echo, oder? Ich doch mit Sharplife dann irgendwann mal getrennt und dann hing er mit Echo ab. Du warst mit Echo, Alter. Ja, ihr habt doch keine Ahnung. Mal bei John Dream und dann sind sie mit offenem Auto durch Berlin gefahren, aber ich meine, aber ihr beim nächsten Album. Ja, aber du wolltest das Album nicht rausbringen, deswegen. Welches Album? Dieses Album, das ihr gemacht habt? Mirko Burkhardt. Dein Typ, dem habe ich das Album gezeigt. Und da wirst du mal gucken, wie Mirko auf dieses Album reagiert hat. Aber das ganz ehrlich, ich muss schon sagen, das war der letzte krass Track. Gerappt, musst du schon zugeben. Ja, aber weißt du, du hast krass gerappt, aber ihr habt richtig behinderte Scheiße damals aufgenommen. Aber weißt du, was noch lustiger ist, was du, glaube ich, aber auch weißt, als er nämlich, als ihr das Album bei Bunker, glaube ich, als ihr fertig wart mit dem Album bei Bunker, dann hat es ja Ilan gemischt. Und weißt du, wo Ilan das gemischt hat? Nein, das war die zweite Single, die dann total verkackt war. Ilan, der Fixer, Mann. Die hat aber Agro bei uns im Studio gemischt. Und ich meinte, was ist denn das, Alter? Also, ja, das ist so vom Bunker. Und da hat er so getan, als wäre Bunker halt so richtig so Adresse. Also, ja, Jesus oder? Ja, klar, sein Kollege. Und das ist so Sharplife. Die ganze Spur hat er verschoben bei mir. Und da war noch alles auf der Platte. Ja, musste alles wegschmeißen. Musste ich alles wegschmeißen. Steht alles noch bei mir im Keller. Ich kann so Tische draus bauen und so weiter. Ich hab doch die immer supportet, Alter. Ich hab denen 700 Euro im Monat überwiesen. Der schuldet mir noch richtig Geld, oder du schuldest mir Geld, du bist ja der Label-Boss. Ja, ist guter Junge. Ja. Also, so, wir müssen jetzt aufhören. So Leute, 22. Oktober, Berlin's Most Wanted, beste Platte des Jahres. Oder soll ich die im Monat, mein Freund, im Monat. Zwölf Monate lang. Berlin's Most Wanted. 8.400 Euro, kann ich dir auch sofort. Yes, okay, alles klar. Berlin's Most Wanted, 22. Oktober. Yeah. Mega beste Rap.de der Welt. Berlin's Most Wanted. Okay, das war Rap.de TV aus dem Untergrund. Es war großartig. Alter, so ein Scheiß mit euch, Alter. Ich schwöre nochmal. Das war super. Beste Mann, ich schwöre dich, Alter. Du bist der beste Typ der Welt. Na, super. Irgendwie bist du mir auch sympathisch.